So, komplett zumachen, habt ihr gesagt? Ja, lasst in der Mitte eins offen. Müsst ihr mit Tee bearbeiten. Na gut. So, und ein Loch willst du haben, sagst du? Ein Loch, genau. Mit einer Treppe. Ja. Tada. Sag mal, warum stirbst du denn nicht, du Drecksvieh? So, und jetzt baue ich hier unten. So. Eine Treppe. Aha. Yes, sir. Geh runter! Was ist mit ihm? Sind die Füße zu breit oder was? Ja, du hast so fette Füße, eindeutig. Du kannst doch einfach E drücken, dann nochmal E. Dann jetzt guck mal, jetzt kann hier in Ruhe. Hallo Papagei! Der ja. Läuft einfach hier, kein Bock. Und hier können wir eine Base bauen. Hier unten kannst du alles bauen, was du willst. Wunderbar, Base bauen. Das ist undercover. Ich werde jetzt ganz kurz eine Leiter noch festigen. Ich mach die hier irgendwo hinten. Hier hin, zack. So, jetzt werden wir die... Segel. Genau. Ganz vorne. Ganz vorne. Hier. Da-da-da-da. Einmal ganz vorne. Speed-Segel ganz vorne. Ganz vorne Speed? Sieht so aus, oder? Nee, das ist ein Handlingssail. Achso, okay. Ein Handling und das Speed-Segel... Damit du besser den nächsten Tornados ausweichen kannst. Achso, der Speed... Was? Hä? Ja, aber im letzten Schiff war nichts mehr, um mit Tornados auszuweichen, wenn du von allen Seiten beschossen wirst. Was ist das denn jetzt? Warum? 3,4? Warte mal. Kann ich das wieder aufpicken? Kann ich das wieder aufnehmen? Eigentlich nicht. Ja, aber kannst du sie einfach eins dazwischen setzen? Das geht nicht. Nein, das geht auch nicht. Das ist voll komisch. Warum nicht? Du weißt nicht, die kann man nicht zurücknehmen. Hatte ich auch das Problem gehabt. Aber der zeigt doch 1.7 Sail Units. 3.4. Ja, den hättest du noch ein Stück nach vorne setzen können, hätte man hier noch eine Kajüte bauen können. Stimmt. Wäre schick. Ja, das wäre schick. Da können wir jetzt hier noch eine Bude bauen. Reiß den ab, wir machen einfach. Ja, machen wir eine neue hin, machen wir eine kleine Bude da noch hin. Ja, aber ich hab noch eins. Ja, das sind. Ich hab noch eins, aber hier, guck mal, dann schmeiß ich dir das jetzt. Hier noch Beat Sale. Das sollten wir noch reinmachen. Ja. Und hier ist einmal, Das Ding, ja. Genau. Steuerrad. Das Steuerrad oben auf die Hütte drauf. Das wäre nice, oder? Ja. Aber dann könnten wir doch auch einfach, wenn wir hier so eine Kajüte hinbasteln, da Treppe hoch. Naja, Treppe hoch an der Seite. So Treppe hoch mit ja, Geländer. Nee, ich meine jetzt in der Kajüte selber drin, na, das Deck tiefer, dann brauchst du das Loch hier vorne nicht im Boden. Ach, du wolltest in der Kabine runterwärts gehen? Könnte man machen. Ja, das wäre auch sinnvoll, oder? Dann kann ich das Loch nicht zumachen, weil dann kann nämlich jeder durch. Ja, alles gut. Das stimmt. Wir bauen weil mal ganz ist, kurz noch weil was. Weil es ist PvP und kein Offline-Raid-Schutz, oder? Nee. Oder? Nur gebautes Zeug verschwindet nach einer Woche. Na, da packe ich das erstmal alles nochmal ganz kurz hier rein. Dann werde ich mal versuchen, eine Hütte für uns zu bauen. Haben wir noch Holz hier drin, ne? Und sowas. Genau, Wall, was da noch so ist. Wall, also, was eins, hat schon noch rein? Holz. Was denn? Holz. Irgendwo in der Werkbank hatte ich, glaube ich, welches Reiter. Oh, ja, ist jetzt wieder in der Werkbank. Wir brauchen bloß, wieder Dings hier. Fibers. Fibers. Ist drin? Oh, warte mal. Da. Gut, dann wollen wir mal gucken. Erstmal Wood eingeben. Dann brauchen wir erstmal Wände. Ich habe, glaube ich, schon vor. Komm, ich hab gerade eine Wand gebaut oder so. Es sind 4 Wände drin und 2 Sailing. Sailing. 4, 5. Was braucht man denn den Gummi? 4, 8. Ja, ich guck erstmal, was ich da vorne zusammenzimmern kann mit dem, was ich jetzt in den Taschen habe. Aber ich hätte als erstes das Ding noch gesetzt. Die Fahne. Fahne? So schnell. Ja, die Segel, ich will zumindest gucken, ob du das sitzen kannst, bevor genau. Du die Bude im Zimmer hast. So, dass du nachher die Bude hingebaut hast und genau
vor der Tür hast auf einmal dann den Masten stehen. Stand irgendwas mit 2.4 vom Abstand. Soll ich die mitnehmen? Da gucke ich mal. Segel ist drin. Ich nehme dir die Sailings mit. Dann Segel. Ja, passt locker. Ja. Also, wenn wir auf dem letzten Dings drauf machen, kannst du immer noch ein Haus dahinter bauen. Also ich glaube, hier passen zwei Wände nach vorne hier seitlich. Dann bist du hier abschließend ja, da, mit dem. Da, wo du gerade stehst, da ist wäre der Mittelpunkt vom Mast. Da. Vom Mast? Ja, aber das wäre kein Problem. Du gehst da rechts und links. Ah, ja, hier hoch. Soll ich den Mast mitsetzen? Ich würde es machen auf jeden Fall. Komm. So, ich habe jetzt Wände bei. Ich guck mal. 6 Stück. Erstmal schauen. Ich hab zwei Decken. Hallo, ich muss gerade aus den Schrägdächern baut man Treppen, oder? Ja, richtig, genau. Okay. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das klappt. Ich baue dir schräge Dächer. Gucken, wie ich da hochbauen kann. Wie hoch? Ne, weil hier kann ich keine Wand reinsetzen an der einen Stelle. Du kannst sie nicht ganz hinten ansetzen. Genau. Du musst einfach zwischendrin anfangen, aber du kannst alles dann nachher D-Links. Und sie decken einfach bis hinten hindurch, meint er. Mhm. Genau. Hier geht's wieder. Da, also da, wo du jetzt stehst, Two-Face, kann ich eine Wand noch vor dir hier so setzen. Die bräuchten wir aber, oder? Okay. Ja. Genau. Cloud. Was? Ich werf dir raus. Wo bist du? Hier, da. Vor dir. Genau, okay. Hier. Da. Du musst mir sagen, aus den Dingen kannst du die Treppen bauen. Du brauchst noch Türe. Eine Türe. Mhm. Das heißt, hier dann einfach irgendwo. Eine Ceiling rausnehmen. Was? Maus. Ja, warte mal. Braucht ihr noch Wände? Ja. Wie viele? Ich prüfe gleich. 2 Minimum. Okay. Also, ich weiß nicht, wie das macht. Nee. Genau. So funktioniert das, Leute. So macht man das. Hier, Cloud, ich werf dir wieder raus. Und? 4 Wände. Und Türe. Vier Wände. Du brauchst noch Ceilings. 1, 2, 3. 3 Decken. Oh, Ceiling habe ich noch einen. Aber die gehen nicht weiter hinten. Gehen nicht weiter? Nee. Sollen wir das abschließen mit 2 Schränke? Warte mal. So, ich habe jetzt einfach die Wand zugemacht. Mhm. Schränke brauchen wir sowieso. Gut, da kommt nichts durch. Da kommt auch nichts durch. Ey, so. Alter, was ist nun los? Du musst ja unten in den Laderaum rein. Ich habe jetzt 4 Schränke gebaut. Werd eine Smithy bauen. Und wie viele Betten soll ich denn bauen? Betten bin ich gerade dran. Bist du dran? Okay, dann schließe ich die aus. Dann mache ich noch die Smithy.
zählen. Gerade kann keine Smithy bauen. Ich glaube, ich brauche doch noch 1, 2, 3, 4, 5 Wände. 5 Wände? 1, 2, 3, 4, 5 Okay. Kommt gleich. Aha. Das geht hier nicht. Aber ich habe keinen Bock, hier oben immer runterzufallen, deswegen. Ja. Noch 4 Schränke noch da, ja. Falls du oben auch einen platzieren willst. Achso, jetzt sollten wir natürlich eine Ceiling noch mal neu machen, dass wir das da rein machen. Mal kurz. Ja, besser. So, an den Seiten was, dass man nicht durchschießen kann. Mann, ich drücke immer zu weit bei T. Wusa. Das funktioniert bei mir nicht. So. T. Wo kommt man da noch hoch, wenn hier so ein Ding an der Seite dran ist? Na? Geht das noch? Nee, bin zu fett für. Schade. Dann Schrank. Ja, dahinter kannst du leider nichts mehr platzieren. Das ist doof, Freunde. Aber ich versuche mal einen kleinen Trick. Vielleicht klappt das. Und jetzt... eine Sailing. Das funktioniert, Freunde. Das funktioniert. Ich brauche noch 2 Sailings und 2 Wände. Sailings habe ich schon 2 Stück mit einer Treppe. Du brauchst so nochmal 2 Stück. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Wände. Oh Gott. 7 Wände? 1, 2, 3, 4. Hier müssen wir aufpassen, hier kann ich nicht weiterbauen, dann fallen wir da hinten noch runter oder so. Schläft denn hier eigentlich auch gut? Achso, hättest du noch. Ja. Hättest du noch mal 2 gebraucht, 2 Wände? Ne. Hier ganz hinten kann man nichts mehr bauen. Ach stimmt, aber die Kanonen kommen ja da 4 Stück kann nebeneinander. Kannst aber jetzt keine Außenwand mehr hinmachen, nach hinten weg. Boah, willst du jetzt in deiner Kajüte hier unten noch eine Treppe runterbauen? Ja, ja. Dann, ich komme gleich runter. Das Problem ist, bitte testet, ob das nicht gleich verbuggt mit der Treppe. Ich glaube, du kannst die Treppe nicht mehr setzen. Okay. Glaube ich. Wo nehmen wir jetzt den Boden raus hier, ne? Na, ich würde ein bisschen in der Mitte rausnehmen, oder? Kann man die Obdessen rausnehmen? Bei mir steht nur... Ja, einfach demolisch. Ich will das Schiff zerstören damit. What? Wie meinst du? Was? Hier liegen. Ja. Gut. Wir müssen mal gucken, ob das mit dazu... Da kann sein, dass wir die Mitte nehmen müssen. Ja, Mitte kommst du aber dann hier hinten nicht mehr hin. Muss man uns kurz gucken, ob das klappt. Wenn man hier die Treppe hinsetzt. Ja, andersrum. Aber erst. Geh doch runter. Du kannst auch über Leiter hoch im Notfall. Ja, aber er muss erst die Decke platzieren, bevor er die Treppe macht. So. Genau. Falsch. Oder? Oder? Nee, das stimmt schon. Das kann man nicht platzieren. Das habe ich nämlich gemeint. Haben wir keinen Hide mehr? Wo ist denn das ganze Hide hin? Und frag mal den Cloud. Ich hab nichts. Nee, Spaß. Ich hab das. Kannst du keine normale Treppe runterbauen? Ich geb's dir kurz hier. Du kannst es nicht, du musst den Unterteil wegmachen. Das ist eine Leiter. Ja, klar, es ist eine Leiter. Mit der Rampe meine ich. Da bleibst du ja klemmen. Wieso bleibst du da klemmen?
oder? Also wir haben bis jetzt immer die Rampen ganz normal genommen. Da geh mal weg da. Wiederum umwandelt zu Treppen und sind damit hin und her gelaufen. Weiß ich, ich teste. Ich habe das mit der Leiter gemacht, aber da musst es halt, dass du die Leiter als letztes. Ja, da musst du aber die Dukt reingehen und. Das würde ich wegmachen hier, die. Nö, Ceiling. Hier. Ach so macht ihr das. Ja, gut. Ja, klappt. So haben wir es auf der Galeone und sonst wo bei uns unseren Schiffen immer gehabt, eine ganz normale Treppe runter. Okay, nee, du kannst jetzt theoretisch auch einfach hier eine Wand vorsetzen noch mit einer Tür und an der Seite, um weiteren Schutz zu haben, wo sie sich durchkloppen müssen, theoretisch, bevor sie runterkommen. Cloud, hast du noch die Türe? Hast du noch eine Door übrig? Ja, oder? Ja, dann können wir vielleicht die draußen ganz kurz, ganz in... Aufpassen, wir haben Kinder an Bord hier. wo brauchst du jetzt eine Tür? Hier. Achso, nochmal. Tür. So. Zack. Hier, ich schmeiß dir auch direkt. Hier hast du drei Betten und die Leiter wieder. Ich bin auch hart überladen. Wo wollen wir die Betten hinmachen? Weil wir müssen schnellstmöglich, wenn wir jetzt irgendwie sterben, schnellstmöglich wieder oben sein eigentlich. Aber wir müssen auch gleichzeitig unten sein. Ich würde sie einfach da in den Aufbau reinsetzen oben. Na gut. Oder setzt da eins oben rein, zwei unten rein, oder? Machen wir noch ein Segel? Noch ein Segel? Naja, wir können noch drei reinmachen, oder nicht? Kommt drauf an, glaube ich, was du benutzt. Also es ging gerade nicht, dass wir... ich weiß nicht, geht da nur dreimal Handling? Ganz oder? Wichtig wäre zum Beispiel auch noch das Steuerrad überhaupt zu bauen. Ja, es kommt oben drauf. Steuerrad hat er. Hab ich in der Tasche. Das ist nicht das Problem. Ja, der muss die Betten hier unten machen, oben geht nicht. Okay. Alter, jetzt fängt der an mit... Ach, ja. Aber Georg könnte eigentlich den Papagei tamen, der unten rumfliegt, oder? Ja, dafür brauche ich Mola. Ah ja, stimmt ja. Da war ja was. Okay, zu viele Strukturen, sagt er mir bei dem Bett an. Ich habe nur eins platzieren können. Ja, darum meine ich ja. Ein bisschen auf die Level warten. Ich hoffe, dass wir da das Ding platzieren können. Warte mal. Oh, ihr habt gesagt, ein Glück habe ich das so leise eingestellt. Ich höre es aber immer noch so ganz leise. So, ich höre es auch ganz leise. Nein, der Papagei ist weg. Was? Nee, ist ein anderer. Was machst du da? Der hat mich angegriffen. Funktioniert. Ich unter dem Leben. So, wir haben's. Ist alles da. So, ich muss auch mal ganz kurz sterben irgendwie. Ach komm, der verdurstet doch eh gleich. Ey! Was war das denn? Ich bin vom Schiff geflogen eben. Er läuft, ne? Boot steht. Wer von euch hat schon die Guillotine gelernt? What? Ja, die gibt's ja jetzt, die ist seit dem Patch jetzt im Spiel. Okay. Ich würde die gerne sehen und testen. Ja, dann bräuchten wir es nicht immer irgendwo töten, sondern können das einfach so machen. Ist vorteilhafter, sag ich mal. Kannst ja auch einen Strick machen und dich aufhängen. Hab ich einen Strick? Den kannst du in der Tannery bauen. Aber du musst dich ja erstmal lernen. Und wenn du tot bist, und wenn du tot bist und dein Körper in dem Sinne sich dann irgendwann nach der Spoil-Time auflöst, hängt dann Skelett. Cool. Geil. Du darfst aber nicht drangehen, weil sonst geht das kaputt. Danach hast du nur noch den Totenkopf. Mhm. Können wir das überall im Schiff aufhängen? Ja. Es gibt ja auch noch den Mist sauber machen. Was macht der eben? Auch so einen kleinen Metallkäfig, den du an der Decke hängen kannst. Da kannst du das auch mitmachen. Da habe ich ein Waldmitglied reingeschmissen. Mit Handschellen und sowas. Der hat's überlebt auch. Hat noch irgendwann freigelassen. Da habe ich den nächsten da reingeschmissen. Der ist da drin verreckt. Und auf einmal, da haben wir es dann rausgekriegt mit den Skeletten. Weil auf einmal von dem das Skelett noch da drin lag. Können wir einen PIN-Code drauf machen? Richtig. Was schmeißt du mit Code um dich?
Ja, und dann haben sie jetzt mit dem Patcher die Guillotine eingeführt. Oh. Ich weiß nicht, ob sie auch schon das U-Boot mit eingeführt haben. Exquisit. U-Boot? Ja, es gibt auch Tauchanzüge und so. Ja, die Tauchanzüge, das ist dann so ein Ding, das machst du an der Seite wie so ein Beiboot. Mhm. Da musst du Öl reinmachen und dann kannst du runtertauchen. Aber es muss auch noch ein bisschen skillen, damit das länger hält. Hä? So. Also, aber das U-Boot, das eins, ist dann, ich weiß zwei, gar nicht, drei, ist auf jeden Fall nicht bewaffnet. Das sind voll viele auf einmal. Also ihr habt gesagt, es passt kein zweiter, dritter Mast drauf, ne? Doch. Ja. Ich denke. Das Beiboot-Ding müsste man auch schon bauen können, einer von euch, glaube ich. Ich guck mal. Warum liegt denn jetzt hier oben der tote Papagei? Macht das Vieh weg! Die ganze Zeit ist hier blöde der tote Papagei. Unten liegt auch einer. Was macht ihr denn immer mit den Biestern? Warum kann er den nicht wegwerfen? Du meinst den Shiphanger? Kann ich noch nicht bauen. Ich weiß nicht, ob der Shiphanger heißt. Ja, könnte sein. Das ist dieses seitliche Teil. Ja, genau. Da kannst du so ein kleines Beiboot bauen. Ja, das kann ich, glaube ich. Eine Palle mit vier Mann. Einen Punkt. Noch einen Skillpunkt brauche ich da. Okay. Brauchen wir das Eisen, die Kohle oder irgendwas? Nehmen wir das mit oder lassen wir das hier? Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit.